Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode zeige ich euch, wie man gegen Hüttenspieler spielt. Ihr habt mich ja mehrmals gefragt zu Hunderten unter meinen YouTube-Videos in den Kommentaren. Ihr habt mich live im Stream gefragt, ihr habt mich persönlich angeschrieben über Line und alles Mögliche. Wie spielt man gegen Hüttenspielern? Ich werde alle möglichen Tipps, die mir bekannt sind, die es gibt, in diesem Video hier verpacken. Bevor wir starten, was die Hüttenspieler wirklich countert, müssen wir die Hüttenspieler erstmal richtig verstehen. Hierzu müsst ihr wissen, dass aus einer Koboldhütte, die kostet 5 Elixier, insgesamt 13 Kobolde rauskommen. Das heißt, ein Kobold, der aus der Hütte rauskommt, kostet so um und bei 0,4 Elixier, also pro Welle, pro Kobold. Und in der Barbarenhütte, die kostet 7 Elixier und da kommen 5 Wellen von Barbaren raus, also insgesamt 10 Barbaren, und jede Barbarenwelle kostet 1,4 Elixier. Das muss euch immer bewusst sein, wenn ihr die Karten countern wollt. Wenn dann zum Beispiel 3 Kobolde sind und ihr setzt einen Sepp ein, das könnt ihr zwar machen, aber ihr müsst dann immer im Hinterkopf behalten, dass ihr dann in einen Elixier-Rückstand geratet. Gegen Hüttenspieler müsst ihr ein Grundprinzip verfolgen, und zwar in der letzten Minute vom Game, da bekommt man ja doppeltes Elixier. Wenn ihr es bis dahin nicht geschafft habt, in Führung zu gelangen, dann habt ihr, ich sag mal, zu 99% verloren. Ich habe es selber noch nie geschafft, wenn der Gegner 4-5 Hütten auf einmal platziert habt und es steht noch 0-0, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr das Spiel verlieren werdet. Deswegen gilt es darum, einfach einen Tower zu bekommen, 1-0 in Führung zu gehen, schon relativ früh im Game. Und dann diese Führung die ganze Zeit nur noch verteidigt. Ihr seht es jetzt hier in diesem Beispiel, ist etwas extremst, aber so kann das im schlimmsten Fall aussehen. In der doppelten Elixierzeit der Gegner mit 5 Hütten, da könnt ihr mit nichts mehr gegenhalten. Da habt ihr dann definitiv verloren. Damit euch genau das nicht passiert, müsst ihr gleich zu Beginn die Schwäche der Hüttenspieler ausnutzen. Am Anfang ist der Hüttenspieler wirklich sehr, sehr schwach. Da schafft ihr es sehr leicht, einen Tower zu bekommen. Hier in diesem Beispiel setzt der Gegner jetzt eine Barbarenhütte. Wenn er diese setzt, die kostet 7 Elixier. Mal angenommen, er hatte Elixier voll. Er hatte tatsächlich 10 von 10 Elixier. Er setzt die Barbarenhütte und hat dann in diesem Moment nur noch 3 Elixier für die Verteidigung. Die setzt da ein, hier jetzt in Form von Speargoblins. Wir semmen das Ganze und kommen jetzt mit einem schönen kleinen Rush, mit einem Schweinereiter und Kobolden. Ihr könnt eine ganz andere Kombination auch raushauen. Aber wenn der Gegner die Barbarenhütte platziert, dann wisst ihr einfach, dass er keine Chance hat oder er hat keine Elixier mehr übrig, um da großartig eine starke Verteidigung zu stellen. Nehmen wir mal an, er hätte die Barbaren gesetzt gegen den Schweinereiter und gegen die Speargoblins, dann hätten wir halt den Free Spell gesetzt. Also 7 Elixier für eine Barbarenhütte ist schon echt viel, und da ist einfach der Gegner zu diesem Zeitpunkt die nächsten 2-3 Sekunden wirklich schwach, da wird er anfällig und da müsst ihr dann angreifen, wie in diesem Beispiel hier. So, das war das Grundprinzip, wie ihr gegen Hüttenspieler spielt. Natürlich könnt ihr auch die Hütten direkt countern, es gibt für jede Karte die jeweilige Counterkarte. Sehr stark ist es, wenn der Gegner 2 Hütten hat und sie nebeneinander platziert, gibt es die Kategorie der Zauber, die sind sehr stark gegen die Hüttenspieler. Allerdings, natürlich, ihr wisst es auch, der beste Counter überhaupt gegen die Hüttenspieler wäre das ein Gebäude, der Bomb Tower, extremst stark. Aber auch die Kanone, und der Tesla sind ganz okay gegen Hüttenspieler. Und auch extremst stark sind die Flächenschadeneinheiten. Die drei besten sind da der Magier, der Bomber und die Prinzessin. Es gibt aber natürlich noch viele andere Karten, wie den Dark Prince, der Valkyrie, Baby Dragon, Ice Wizard. Die kann man natürlich auch noch alle dafür verwenden. Wenn ihr eure Flächenschadeneinheiten reinschickt, ganz alleine bringen die nichts. Wenn ihr einfach einen Bomber einsetzt, dann kommen die Barbaren und die Kobolde aus den Hütten, dann stirbt der Bomber relativ schnell. Ihr müsst eure Flächenschadeneinheiten mit einem Tank am besten kombinieren, wie dem der Riese ist okay. Besserer Tank gegen Hüttenspieler wäre das Giant Skeleton natürlich, ihr wisst es, mit der Bombe, die zum Schluss explodiert, aber auch der Golem ist nicht verkehrt.
sein Flächenschaden, wenn er stirbt, tötet die Spear-Goblins. Also auch nicht schlecht. So, jetzt kommen wir dazu, wie man die jeweiligen Karten gegen die Hüttenspieler richtig einsetzt. Wir fangen mit den Zaubern an, in diesem Fall die Rakete. Vorerst müssen wir wissen, es lohnt sich nicht, einen Lightning oder einen Blitz einzusetzen und einen Feuerball nur gegen eine Hütte. Am besten wäre es immer, wenn ihr zwei Hütten trefft und den Turm, den Tower. Dann seid ihr auf jeden Fall in einen Elixier-Vorsprung geraten. Ich zeige euch das mal jetzt ganz kurz hier. Auch ein sehr, sehr, sehr guter Trick, den kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Wenn ihr einen Feuerball, eine Rakete, ein Poison-Spell oder sonstiges einsetzen wollt, dann versucht nicht nur die Hütten zu treffen, das ist natürlich schon stark, jetzt da eine Rakete rüber zu hauen, ist nicht verkehrt, aber versucht jetzt noch zusätzlich mit dem Feuerball, mit dem Poison-Spell, mit der Rakete die nächsten Barbaren zu treffen, die da rauskommen. Und das könnt ihr ganz gut timen. Ihr seht es jetzt hier, die Barbarenhütte steht ganz hinten. Und wenn die Barbarenhütte ganz hinten steht und der erste Barbar überquert sozusagen das... Ich halte es mal ganz kurz an, dann seht ihr es besser. Ich muss jetzt schon die Rakete losschicken. So, ihr seht es jetzt. Der erste Barbar von den beiden, rechts unten in der Ecke, wo der Gegner angreift. Wenn dieser erste Barbar das dritte Feld vor dem Tower berührt, dann kommen die nächsten Barbaren raus. So könnt ihr das dann ganz gut timen. Ein Feuerball fliegt natürlich schneller als eine Rakete. Deswegen muss ich die Rakete relativ früh jetzt hier losschicken. Aber wenn ihr auch zum Beispiel einen Giftzauber einsetzt, versucht immer die nächsten Barbaren, die da rauskommen, zu treffen. Das ist ganz wichtig. Übt es ein paar Mal, dann bekommt ihr sehr schnell ein Gefühl dafür. Ich spiele es jetzt mal weiter ab. Achtet mal auf den rechts unten Barbaren, der jetzt in meiner Hälfte ist, der gleich den Tower angreifen wird. Wenn er jetzt das nächste Feld berührt, kommen die nächsten Barbaren raus. Und ich sollte jetzt mit der Rakete beide Hütten, den Turm und zwei Barbaren treffen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Jetzt seht ihr das, der Barbar durchkreuzt das dritte Feld vor dem eigenen Turm. Die Rakete fliegt, ich habe sie schon vorher losgeschickt und jetzt trifft sie alles. Sie hat beide Barbaren getroffen. Die sind tot, die Barbaren sind tot, die Koboldhütte ist tot. Der Turm bekommt enorm viel Schaden und die Barbarenhütte ist auch fast gestorben. Also jetzt ein sehr, sehr, sehr krasser Elixiervorsprung. Und das nur mit einem Zauber. Ihr müsst halt genau wissen, wie ihr ihn einsetzt. Es ist sehr stark, wenn ihr noch, oder ihr solltet auf jeden Fall immer auch die nächsten Barbaren treffen, die da rauskommen. Das ist so ein ganz guter Tipp, um schnell besser zu werden gegen Hüttenspieler. So, jetzt nochmal genau das gleiche Szenario. Nur nicht mit der Rakete, sondern mit dem Giftzauber. Achtet nochmal rechts unten auf die Barbaren, wann ich den Giftzauber einsetze. Ich warte, bis die Barbaren wieder drei Felder vor meinem eigenen Turm sind und setze dann den Giftzauber. Das ist so ungefähr jetzt. Ich hätte ihn noch etwas später platzieren können, aber das ist vollkommen okay. Der Poison Spell ist einfach der beste Zauber überhaupt gegen die Hütten. Guckt euch mal an, wie viel Schaden die Hütten kriegen. Klar, die gehen natürlich down. Der Turm kriegt auch Schaden und die Kobolde, die kommen überhaupt nicht durch. Guckt euch das mal an. Die Kobolde schaffen es nicht, durch den Poison Spell, durch den Giftzauber durchzukommen. Die Barbaren kriegen auch ordentlich Schaden. Der Turm kriegt Schaden. Die Hütten gehen richtig stark down. Das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Zauber gegen die Hütten. So, jetzt das Ganze nochmal kurz mit dem Feuerball. Ich denke, ihr solltet diesen Trick dann verstanden haben, wann ihr eure Zauber einsetzt gegen die Hütten. Wir warten wieder, bis die Barbaren drei Felder vor dem eigenen Turm sind. Der Trick gilt natürlich nur, wenn die Barbarenhütte auch ganz, ganz hinten an der Wand ist. Sonst funktioniert das Ganze natürlich nicht. Aber in der Regel stehen da ja natürlich die Barbarenhütten. So, wir lassen die Barbaren kommen. Wir wissen natürlich auch, dass der Feuerball etwas unterwegs ist. Ja, der fliegt ja auch eine gewisse Zeit. Deswegen schicken wir den genau jetzt los, wenn die Barbaren da reinkommen, ins dritte Feld vor dem Turm. Ihr seht es jetzt sehr schön nochmal. Der Feuerball fliegt und er trifft die Barbaren, den Turm und beide Hütten. Nach so einem Feuerball hat es der Hüttenspieler echt schwer. Und dann habt ihr den Sieg eigentlich schon in der Tasche, wenn ihr danach keine großen Fehler mehr macht. So, jetzt kommen wir zur nächsten Kategorie, der Gebäude. Und das wohl stärkste Gebäude, die stärkste Counterkarte überhaupt gegen die Hüttenspieler, ihr wisst es alle, ist der Bombenturm. Gut, viele von euch haben ihn nicht dabei. Ich finde die Karte auch nicht so geil.
Lohnt ja jetzt nicht extra die Karte mitzunehmen, nur damit man gegen Hüttenspieler gut ankommt. Aber es ist einfach so, mit Abstand die beste Karte überhaupt gegen die Hüttenspieler, gar keine Chance. Tötet zuerst den einen Barbaren, dann den nächsten, auch ganz locker. Die Spear Goblins sind One-Hit, also mit einer Bombe sind die tot. Da kann der Gegner fast gar nichts machen. Und das ist jetzt nur isoliert der Bombenturm. Ihr könnt da natürlich noch einen Riesen davor packen, einen Magier dazu, Skeletons, Musketier, keine Ahnung. Ihr könnt das Ganze ja noch ausschmücken. Das ist bis jetzt ja nur ganz alleine der Bombenturm. Mega starke Einheit auf jeden Fall. Die nächste Kategorie wäre dann die Flächenschadeneinheiten. Wir nehmen in diesem Fall den Bomber. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, was der Bomber gegen den Hüttenspieler anrichtet, ohne einen Tank, ohne Unterstützung. Tötet zwar die Spear Goblins, aber jedes Mal kommen die Spear Goblins mit einem Speer an den Bomber ran. Der hält nur 4 oder 5 Speere aus und ist dann schon tot. Ihr habt es gesehen, der Bomber hat sich nicht wirklich gelohnt. Ihr müsst den Bomber auf jeden Fall, oder den Flächenschaden, ihr könnt ja nehmen, was ihr wollt. Das war jetzt nur mal ein Beispiel mit dem Bomber. Ihr könnt natürlich auch den Magier nehmen, den Eismagier, die Prinzessin oder irgendwas. Ihr müsst aber auf jeden Fall einen Tank davor packen. So, in diesem Beispiel nehmen wir jetzt mal 2 Flächenschadeneinheiten und einen Riesen, den Tank in diesem Fall. Und jetzt seht ihr das, ihr seht diese Kombination. Das ist schon echt auf jeden Fall richtig stark gegen Hüttenspieler. Da kann man einfach durchlaufen. Der Bomber und der Magier töten die Barbaren problemlos. Es wird sogar noch eine weitere Hütte aufgestellt. Auch die fallen relativ schnell um. Gut, der Tower geht jetzt nicht down, aber ihr seht, ihr habt das Prinzip, glaube ich, verstanden. Nehmt euch Flächenschadeneinheiten und einen Tank davor und dann könnt ihr richtig stark gegen die Hütten vorgehen. Bevor ich es vergesse, ich hatte ja erwähnt, wie ihr die Hüttenspieler, wie ihr die Hütten ausschalten könnt mit den Zaubern. In einigen Situationen lohnt es sich natürlich auch, aber ich glaube, das ist nicht wirklich erwähnenswert, dass ich in dieser Situation jetzt hier zum Beispiel gerade, wenn sich mega viele Einheiten aufgestaut haben, dass sich da ein Feuerball oder die Pfeile lohnen. Das war jetzt hier gerade ein ganz gut platzierter Feuerball, damit treffen wir unglaublich viele Einheiten, der hat sich so oder so gelohnt. Auch wenn die Einheiten aus den Hütten günstiger sind, ich habe es ja am Anfang des Videos erwähnt, wie wenig die Barbaren und die Kobolde aus den Hütten nur kosten, aber in diesem Fall lohnt sich der Feuerball jedes Mal. Und nicht nur der Feuerball kann sich lohnen, ihn direkt auf die Einheiten zu setzen, auch die Pfeile, wie in diesem Beispiel. Wenn der Gegner unglaublich viele Kobolde hat, sind das natürlich auch in diesem Fall richtig gute Pfeile. Und die können den Tower davon bewahren, dass er zerstört wird. So, das waren jetzt hier noch einige Tipps und Tricks, wie man die Hüttenspieler ausschaltet. Ihr dürft aber jetzt auf keinen Fall dieses Grundprinzip vom Anfang vergessen. Ihr müsst am Anfang den Gegner zerstören. Ihr müsst ganz früh, ganz schnell 1-0 in Führung geraten. Ihr dürft aber auch nicht zu aggressiv spielen. Wenn ihr jetzt einfach alle eure Truppen einsetzt, dann kann der Gegner das natürlich verteidigen. Aber versucht clever zu spielen, 1-0 in Führung zu geraten. Dann habt ihr genug Kontrolle über die gesamte Arena und müsst dann bis zum Ende hin nur noch verteidigen. So spielt man gegen Hüttenspieler. Alles, was ich euch eben gerade gezeigt habe, waren nur so kleine Hilfen, wie man in einen Elixiervorsprung gegen Hüttenspieler geraten kann. Alles klar, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, welche Tricks ihr gut fandet, was euch geholfen hat oder was ihr schon kanntet, was völlig überflüssig war. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert mich auf YouTube, um keine Tipps-Videos zu verpassen. Ich streame immer montags und mittwochs ab 18 Uhr auf Twitch. Link findet ihr in der Beschreibung. Und das nächste Tipp-Video wird ein Video sein, wie man gegen den Royal Giant spielt. Da hatten sich auch schon extremst viele beschwert. Alle meinen, der Royal Giant ist mega OP, man kann ihn nicht countern. Aber auch da gibt es einige Tipps und Tricks, die zeige ich euch dann im nächsten Video. Alles klar, haut rein, Leute.